Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit den Römern. Und ihr seht schon, Pergamon-Typi hat... Pergomaner? Pergon... egal. Also der Typi hat Verstärkung geholt und will schon wieder die Legio 5 vernichten. Diese Stadt ist ein sehr heißes Pflaster, würde ich sagen. Und mal schauen. Die Kämpfer der Medusa-Köpfe. Ich wusste gar nicht, dass die Medusa mehrere Köpfe sind oder haben. Das ist doch eine. So, Adlerkohorte wieder hier. Die kommen hier geballt hin. Die kommen hier geballt hin. Hier und hier. Die Kavalleristen. Der kommt hier hin. Die kommen hier hin. Warte, nee, ich stelle den doch hier. So, die Frage ist, wo die zweite und dritte herkommt. Ich habe mich gerade so aufgestellt, dass ich hier das abwehren kann. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Okay, einmal von da und von hinten wahrscheinlich die große. Okay, dann versuche ich mal die kleine jetzt schon zu vernichten. Lava Laguna. So. Warte. Nehmen wir mal zwei. Und die anderen zwei gehen hier hin. So, aber jetzt muss ich schauen, dass hier keinen Schmarrn passiert. So, das war schon mal gut. Die Hopliten sind auf jeden Fall auch weg. Bitte aufhören. Ihr könnt die Pikeniere angreifen. Okay, ein bisschen umstrukturieren. Ist ganz gut, weil jetzt schaut er eben zu denen.
So, jetzt konnte er sich hier wieder nicht entscheiden. Das ist super. Ihr schaut mir jetzt mal wohin? Nach da. Genauso wie ihr. Oder ihr könnt hier eigentlich auch hingehen. Der feindliche General ist tot. Oh, sehr schön. Nein. Ihr beide kommt noch her. Ihr macht den fliegenden Keil aus. Okay, mal ganz außenrum, weil hier würde er mich sehen. So, dann. So, da bin ich mal gespannt. Nee, mach mal nicht so viel Dampf um die Pferde, die sind egal. Pikiniere. Hopliten. Pikiniere. Ja, das ist das, was mir Sorgen bereitet. Die ganzen Pikiniere. Wir gehen mal ein bisschen weiter vor. Die gehen mal ein bisschen näher hin. Nee, ihr sollt nicht weiter vorgehen, ihr sollt dann schießen. Ui. Hat der Bogenschützen? Ja. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Sind auch Pikiniere. Ich erwarte eure Befehle. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ah, das ist gut, dass er hier das wirklich schützt. Vor allem sehr gut schützt. Er schaut wirklich nach außen. Okay, das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, dass der einen Katapult hatte. Whoops. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ja, okay, da kommen wirklich noch Hopliten. Nahkampfinfanterie bereit!
bitte so schnell ihr könnt da. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Ja, das sieht gerade echt nicht gut aus. Vor allen Dingen, er schützt halt die Pikiniere richtig, richtig gut. Warte, ich habe eine Idee. Die ist, eine unserer Einheiten die ist hat ihre gesamte Munition ein bisschen riskant. Aber es könnte funktionieren. Es könnte funktionieren. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Und zwar alle zurück. Und dann versuchen von zwei Seiten reinzugehen. Muss der General dann auch da rein. Ja, das sind auch Pikiniere. Puh. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Versuch mal da durchzubrechen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher. Unser General wird angegriffen. Ich muss einfach versuchen, da durchzukommen. Bitte schnell, die fliehen gerade alle. Ist durchgekommen. Bitte schnell. So, das ist gut. Okay, warte. Du kommst jetzt auch dahin. Du gehst dahin. Du gehst zurück. Du greifst jetzt da an. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Die
Schnell, jetzt! Vorwärts! So, schön auf Flanken. Weiter einfach durch. Ignoriere sie. So, die Formation von denen aufbrechen. Okay, das war schon ein bisschen heftiger. Auch dank, dass er das nicht gecheckt hat. Also quasi diese Einheit nicht eingesetzt hat. Also sonst wäre ich ziemlich im Bobbes gewesen. Gut. Uiuiuiui. Jetzt werde ich auf jeden Fall nur noch die guten Einheiten einsetzen. Also die guten, also die noch frisch sind. Hier sind jetzt nur noch Fernkämpfer. Die da müssen dann irgendwie gegen die Veteranenhopliten. Ja, zu Felde ziehen. So, einmal fliegender Keil von hinten. Das klingt irgendwie ein bisschen seltsam, aber war nicht so gemeint. Gut. Sehr schön. Erschöpft. Gut. Nummer 1. Eieiei, deine Stimme ist echt... Alter. Ja, viele, viele Römer. Alter, wie der den einfach wegdrängt. Mutige Römer bis zum letzten Mann. Ja, beide kommt dahin. Dann kommt es dahin. Gut. Das muss jetzt passen. Oh Gott. Wow. Teurer Sieg auf jeden Fall. Aber ja doch, ein Pyrrhus-Sieg. Ja, wow. Ich habe 1000 Einheiten verloren. Oh, krass. Ja, 1, 2, 3, 4, 5 werde ich wahrscheinlich verloren haben. Vor allem, das in diese... Schade.
Aber ich habe überlebt. Also Pyrosieg, seine Einschätzung war schon richtig. Also er hat mit 40-50% Verlust, glaube ich, gerechnet. Den habe ich sogar noch. Ja. Gerettet. Ja, der war krass. Ja. Fast glauben. Aber was krass war, das war auch ein großer Fehler von mir. Ich bin ja, hab aus Versehen die Armee ausgewählt, anstatt jetzt die Korruption. Nee, anstatt die Spionin. Und dann musste ich mit dem Gewaltmarsch wieder zurück. Gut, es ist nicht immer leicht für den Senat, die Provinzgouverneure zu überwachen. Manche, wie dieser Mann, missbrauchen ihre Position. Wie soll vorgegangen? Sollte vorgegangen werden? Erpressung, Strafe. Also Korruption, Erpressung plus 1000, Strafe. Römische Untergebene sollten Roms Recht und Aufrichtigkeit niemals bezweifeln. Ein wenig Überzeugung wird ein Teil der unrechtmäßig erworbenen Reichtum des Gouverneurs zu guten Gunsten bringen. Ich bestrafe ihn. Politische Intrigen. Euer Diplomat ist zurückgekehrt mit einem berühmten Baden. Super. Hat euch hintergangen. Mit einem großzügigen Tribut. Von den Geten. Okay, Rang erhöht. Pflichtbewusster Mann. Kind ist geboren, super. Aber jetzt sollte da eigentlich niemand mehr sein. Gut. Jetzt schicke ich mal meinen Diktator dahin. So. Mach das nie wieder. Gut. Und du fährst mal nach Hause. Oder wie, da kann ich nicht rekrutieren. Ach. Ephesus. Was wollte ich da machen? Wahrscheinlich ein Ding. So, aber wir sind schon wieder bei 20 Minuten. Also die Schlacht hat wirklich reingehauen. Das ist 91 vor Christus. Und jetzt als nächstes werden wir Memphis angreifen. Da können wir ja schon mal vorteasern. Da ist keine Armee drin. Okay, dann wird's easy. Alles nachziehen und dann würde ich sagen... Galeka und Massilia. Gut. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet eine wunderbare Woche oder beziehungsweise Wochenende. Und ja, einen guten Start in die Woche. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.